Hallo Leute, ich spreche hier aus meinem Hotelzimmer in Wien zu euch. Ich bin hier, um auf die Aninight, die größte Anime- und Manga-Convention Österreichs, zu gehen. Diesen Freitag, Samstag und Sonntag. Natürlich ist die Convention auch für Comic-Fans, Game-Fans, Gamer. Generell behandelt es eben wieder mal alle Nerd-Themen, also genau richtig für mich. Ich werde natürlich im Cosplay dort sein. Heute mache ich Hanayo aus Love Live. Ich werde euch das nur nachher zeigen, wenn ich fertig bin, denn wie ihr seht, sehe ich noch etwas zerstört aus. Also ich bin, das ist jetzt praktisch vorm Fertigmachen, vorm im Cosplay sein. Und dann zeige ich euch auch das nachher, später. Ich bin noch nicht mal mit all meinen Cosplays fertig, das für Sonntag, mein Inquisitor-Outfit aus Dragon Age Inquisition zeige ich euch jetzt gleich mal. Das ist noch nicht mal fertig, also muss ich, nachts, abends, nachdem die Con vorbei ist, für den Tag muss ich heute und morgen nochmal weiter nähen. Also gibt es keine Ruhe für mich, da muss ich nähen, damit ich mit meinem Sonntags-Outfit fertig werde. Sieht man dann hier, es ist nicht fertig, das Oberteil. Oh Gott, das muss ich noch alles machen. Egal. Und wir sehen uns wieder mit mir als Hanayo aus Love Live, wenn ich fertig bin. So, ich bin jetzt fertig als Hanayo. Hier seht ihr mal, wie das so aussieht und werde mich dann bald auf dem Weg zur Con machen. Ja, der typische Cosplayer-Saustall ist natürlich auch da. Wie könnte es auch anders sein? Nun, natürlich werde ich euch mit auf die Con nehmen, um euch ein paar natürliche Eindrücke zu geben, was dort so vor sich geht. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dran. Wir sehen uns! Willst du YouTube etwas sagen? Trotzdem leert sich die Con inzwischen etwas, beziehungsweise sind im Außenbereich nicht mehr so viele Leute. Nicht so viel wie beim Konzert drin, das war ganz schön viel und ganz viel und so gut. Hier ist ziemlich wenig los. Aber das ist sicher noch nicht alles. Es sind sicher noch ganz viele drin. Trotzdem chill ich mich hier draußen hin. Das reimt sich. Ich bin schon ziemlich fertig, obwohl das nicht mal ein ganzer Kontag war. Aber schauen wir mal, wie es morgen wird. Drückt mir die Daumen. Hallo ihr alle. Heute ist der zweite Tag der Convention. Gestern habe ich nichts mehr berichtet, da ich ziemlich fertig war und wirklich nur noch aus den Klamotten raus wollte.
Wie ihr seht, bin ich heute Daenerys Targaryen aus Game of Thrones. Und natürlich wieder mein Saustall im Hintergrund. Ich bin etwas nervös, was dieses Cosplay angeht, weil es das erste Mal ist, dass ich hier so wirklich bloßgestellt bin. Keine Ahnung. Nun ja, was ich noch habe, ist... Moment. Meinen kleinen Begleiter, Babydroge. Yay. Zusammen werden wir die Con erobern, Con-Sklaven befreien. Ich würde sagen, just do it. Schaut euch diese Fallout-Cosplayer an. Mach mal Foto-Crash vorhin. Nein, ihr seid keine Fallout-Cosplayer. Wow! Schaut euch diese Fallout-Cosplayer an. Und da ist, was sich manche Menschen antun, um zu cosplayen. Drogon, Fotobombing. Filmbombing. Siehst du, was ich für sie tue? Ich werde hier gefächert. Wie es so für eine Khaleesi übrig ist. Nichts Deutsch mehr. Üblich. Üblich ist. So heftig, diese Cosplayer. Sieht man jetzt glaube ich nicht, aber da sind viele mit World Overall. Ja doch, ein bisschen so. Too much awesome. Es ist voll nicht in Character, aber mir ist so heiß. Ich glaube, einmal noch Verladung. Ja, hier. Aber ich habe schon einen. Vielen Dank. Ja, geschehen. Du musst dringend, wenn ich mehr Rüstung selbst habe, mal gucken sollen davon. Ich habe andere Dragons mehr gefunden. Oh mein Gott. Sie haben mich jetzt, dass ich die Con langsam leer, kann ich euch ein bisschen was davon zeigen. Das davor hat ziemlich kompliziert, da wirklich extrem viel los war. Und da wollte ich nicht die Kamera auspacken und habe nur filmen, weil echt ziemlich ein Gedränge war. Und deshalb dachte ich mir, dass ich genau ein Kompliment bekomme. So lieb. Ja, wie ich vorhin gesagt habe, ich habe andere Dragon-Age-Cosplayer gesehen, das hat mich voll gefreut. Dieses Jahr hatte ich eben wirklich Glück, dass immer... Also ich habe total zufällig immer aus Serien, Spielen, bla 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 gecosplayt, wo dann auch wirklich ganz viele andere Leute da waren, die von demselben gecosplayt haben. Das komplett immer was gemacht. Und ja,
genug davon. In der Inquisitor. Und ich jetzt durch die Con. Die Eingangshalle. Gestern und vorgestern war selbst hier extrem viel los. Es wird hell. Da draußen geht's ins Afterlife. Also, draußen ist der Innenhof der Korn, aber im Moment ist es wirklich Ringfieber. Veranstaltungen, die vor 3 Jahren waren. Also. Bitte? Ja. Danke. Ziemlich groß alles hier, wie man sieht. Was gut ist. Denn in Österreich ist nicht so oft irgendwas groß. Wenn es um Nerd-Veranstaltungen geht, sehr deprimierend. Da sieht euch diesen schicken Superman an. Super. Mit Zelda Cappy und Shingeki Kyojin-Mantel. Jedenfalls. Melde ich mich später wieder zurück. Es gibt natürlich noch viel mehr Räume hier auf der Convention. Aber die werde ich jetzt nicht alle aufsuchen. Das sind die wichtigsten, die ihr jetzt bis jetzt gesehen habt und die, auf denen ich hauptsächlich war. Also dann.